Spitzenspiel am 15. Spieltag der Kreisliga B. Tabellenführer Pfeffersport empfängt den FV Blau-Weiß Spandau 2, der momentan mit 8 Punkten Rückstand auf Rang 2 rangiert. Trotz des komfortablen Rückstands sollte Pfeffersport gewarnt sein. Sie verloren zuletzt 4:3 vor 2 Wochen gegen er damals auch aus Spandau, nämlich der erste FFV. Und die blau-weißen Spandauer legten hier ganz gut los. Das ist Dennis Krapp mit der ersten Möglichkeit. Torwart Schiech hier allerdings ohne Probleme. 20 Minuten rum. Querschläger von Kapitän Degner. Und dann ist es Würzner, der goldrichtig steht. 1:0 für den Favoriten, für Pfeffersport. Unstimmigkeiten da in der blau-weißen Abwehr. Und Würzner eiskalt, hält den Fuß richtig hin. Und es heute Schmidt keine Chance. Dann allerdings sofort die Antwort von Krapp. Freistoß, Tor, 1:1. Nur 4 Minuten nach der Führung muss Pfeffersport den Ausgleich kassieren. Dennis Krapp mit einem sehr gut getretenen Freistoß. Flach um die Mauer rumgedreht. Keine Chance für Torwart Schieche. Spandau 2 antwortet aber schnell. Lorch hier, frei durch auf der rechten Seite. Versucht's mal von der 16er Kante. Am kurzen Pfosten jedoch vorbei. Ecke Pfeffersport, Kopfball Kamara, 2:1. Das 2:1 in der 39. Minute für den Spitzenreiter, der hier damit wieder in Führung geht. Mustergültiger Kopfball von Kamara, jedoch stört ihn allerdings auch keiner von Blau-Weiß 2 daran. Dann kann ich den Richter mal mit einem Schuss aus der Distanz. Leichte Unsicherheiten bei Torwart Schmidt. Und dann toll durchkombiniert von Pfeffersport. Kamara, 3:1. 41. Minute, nur 2 Minuten nach der erneuten Führung, baut der Spitzenreiter seinen Vorsprung aus. Allerdings war es noch nicht. Foul hier von Würzner an Kipiris. Und dann ist es Metal, der schnell ausführt. Durch zu Dahlke. Und der mit dem Anschlusstor. 3:2, 44 Minuten rum. Auch wenn Felix Starke hier ein paar Schmerzen erlitten hat. Ein wichtiger Treffer für seine Mannschaft. Hier noch kurz vor der Pause den Anschluss herzustellen. Gutes Auge von Metai. Starke klasse durchgestartet. Und mit der Außenmauke erfolgreich. Hin und her im ersten Durchgang. Im zweiten Durchgang sollte das anders sein. Im Pfeffersport wollte unbedingt den Sieg. Das ist Förster mit der Reingabe. Und das Tor durch Hertling. 4:2 durch Bruno Hertling. 48 Minuten gerade mal gespielt. Nur 3 Minuten nach Wiederanpfiff. Die Niederlage aus dem letzten Spiel für Pfeffersport. Sie setzte nicht nach. Nein, der Spitzenreiter. Er zeigte, warum er genau dort oben steht. Dann mal schlecht herausgespielt, abgefangen von Gaff. Schöner Abschluss von Gaff. Er kam zur Pause für Metai. Das ist allerdings nur eine Ausnahme, denn sonst nur Pfeffersport. Hertling diesmal andersrum auf Förster. Und Maurice Schmidt bewahrt seine Mannschaft hier vor einem höheren Rückstand. Förster allerdings mit einer Riesenmöglichkeit. Kamara damit der Reingabe. Und erneut ist es Förster mit der Riesenmöglichkeit. Haken! Und wieder ist es Maurice Schmidt, der Spandau 2 hier im Spiel hält. 10 aber ungeschnitten. Kapitän Degner mit der Balleroberung auf den eingewechselten Terzi. Aber sein Schuss ungefährlich für Torwart Schieche. Spandau sendet ein Lebenszeichen. Und sie zeigen auch, dass sie noch lebten. Degner mit der Hereingabe. Und Krapp mit dem Kopfball. Nur noch 4:3, 90. Minute. 6 Spiele war Blau-Weiß-Spandau ungeschlagen. Dieser Anschlusstreffer verhinderte eine Niederlage heute jedoch nicht. Und Pfeffersport baut damit seine Spitzenposition auf 10 Punkte aus. Jeder liebäugelt natürlich schon mit dem Aufstieg, weil das Niveau der Mannschaft ist, denke ich, schon eher Kreisliga A-Format als Kreisliga B. Und natürlich, also jetzt ist Winterpause, jetzt werden wir noch nicht drüber reden, aber sobald
die Rückrunde wieder beginnt, werden wir schon mal so ein kleines Ziel auslegen. Und es, so wie es jetzt gerade aussieht, sollte es der Aufstieg sein, denke ich. Bescheidene Zurückhaltung von Pfeffersports-Trainer Martin Redl zum Thema Aufstieg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.